Maikäfer, flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist im Pulverland, Pulverland ist abgebrannt. Maikäfer, flieg. Diese Liedzeilen sind es, die früher über den Krieg gesungen wurden und die dem diesjährigen Motto des Open Ohr seinen Titel geben. Darum geht es im Jubiläumsjahr, um Krieg und um Frieden. Auf unserem Boden gab es lange keinen Krieg. Nichtsdestotrotz ist Krieg auch bei uns ein Thema, in vielerlei Hinsicht. Das Thema kam eigentlich von einem Projektgruppenmitglied von uns. Dazu muss man halt wissen, dass wir immer Vorschläge einreichen und bis zuletzt die auch bearbeiten. Und dann gibt es einen bestimmten Termin, der ist ungefähr im Winter, also im November, wo sich dann entschieden wird, worum es dann letzten Endes geht. Wir gedenken natürlich an den Ersten Weltkrieg, aber wir beschäftigen uns hauptsächlich mit modernen Kriegstechnologien und modernen Kriegsproblemen. Und das war uns wichtig, da nochmal auch ein Verständnis oder eine Informationsplattform zu bieten, wo man diskutieren kann und wo man, obwohl wir so weit weg davon sind, das irgendwie näher bringen kann. Weil genau darum geht es, wir sind viel zu weit weg, um eigentlich zu erleben oder zu verstehen, was da eigentlich passiert. Um Krieg und Frieden geht es in Podien, Workshops, Debatten, Theater, Film und natürlich auch in der Musik auf dem Festival. In diesem Jahr eines der musikalischen Highlights, Kack Motherfucker aus Norwegen. Wir freuen uns sehr, dass Kack Motherfucker kommt, weil gerade unser ältestes Gruppenmitglied, das schon seit 6 Jahren dabei ist, schon so lange versucht, die zu engagieren. Und jetzt ist es endlich soweit. Zum Glück ein Geburtstagsgeschenk zum 40. Open Ohr und wir freuen uns alle sehr, sie da zu haben. Gute Stimmung bei gutem Wetter. Und dann auch noch zum ersten Mal ausverkauft. Das gab es noch nie. Die 4 Festivaltage sind übrigens thematisch aufgeteilt. Nach Freitag und Samstag mit Programmpunkten voller Krieg und Krise soll an Sonntag und Montag der Frieden spürbar werden. Vielleicht ja auch in der andauernden Lichtinstallation L'Imaginaire-Kollektiv vor der Hauptbühne. Also ich beschreibe diese Lichtinstallation gerne als Maikäferarmee, weil das war eigentlich die ursprüngliche Idee, eine abstrakte Form eines Maikäfers, um an unseren Titel zu erinnern. Gleichzeitig ist aber so eine Art Formation entstanden und diese Formation soll eigentlich den Zusammenhang zwischen kollektivem Bewusstsein und individuellem Bewusstsein miteinander verknüpfen. Deswegen heißt die Installation ja auch L'Imaginaire-Kollektiv und es geht einfach um dieses, inwiefern wird der Mensch, der Einzelne, von dem Kollektiv beeinflusst und wie kann er das Kollektiv beeinflussen? Und das deckt diese Lichtinstallation ab. Open Ohr heißt für mich ein schönes Wochenende, regelmäßiger Besuch. Was gefällt dir denn hier? Findest du es hier schön? Ich wünsche dem Open Ohr 40 weitere tolle Jahre und ich hoffe, dass es vielleicht auch in der Tradition des Open Ohrs noch in Zukunft auch mehr Festivals dieser Art geben kann, wo Musik, Kabarett, Politik und auch Kultur vielleicht in einem größeren Rahmen in der Art und Weise repräsentiert sind.